Hey Freunde, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr es im Titel schon lesen könnt, spiele ich heute Subway Surf. Das hat sich aus einer Instagram-Umfrage am Mittwoch ergeben. Ich blende euch hier kurz mal ein, wie das Ergebnis war. Also hier seht ihr das Ergebnis. Und zwar stand zur Wahl einmal Subway Surf oder Playgue INC. Keine Ahnung. Auf jeden Fall einmal Subway Surf, das sollte eigentlich ja fast jeder kennen. Und das andere, das ist so ein Spiel, da kann man, da kann man halt sehr viele Sachen machen. Du kannst ein Heilmittel erstellen und noch viele andere Sachen spielen. Wenn ihr es wollt, dass ich das auch mal spiele, schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Und ja, aktiviert die Glocke, folgt mir auch gerne auf Instagram. Da probiere ich immer mehr so Abstimmung zu machen, damit ihr es auch entscheiden dürft. Und wir sind kurz vor den 50 Abonnenten, also 4 fehlen noch. Und dann kommt auch, wie ich gesagt habe, die Roomtour dazu. Also teilt das Video nochmal, wenn ihr es nicht getan habt, abonniert meinen Kanal gerne. Und hier oben kommt ihr noch zu meiner Schnee-Challenge, die habe ich gemacht, vor 2 Wochen jetzt schon fast. Kann richtig gut hören, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt die gerne mal aus, ich die verlinke euch, wie gesagt, da oben. Und ich würde sagen, es geht jetzt direkt los mit dem Spiel. So, ja, also ihr solltet jetzt eigentlich hier alles sehen von dem Spiel. Mein Stuhl und so Quatsch, alles Verbindungsfehler, ja, kein Wunder, ich habe Flugmodus drin, damit mich keiner stört. Ich würde sagen, es geht jetzt direkt mal los mit dem Spiel. Also ich habe das Spiel jetzt nicht neu angefangen. Ich habe hier schon den Hauptcharakter, den man immer hat, den hat man immer am Anfang. Den habe ich mir noch gekauft und ja, die auch. Das sind so meine Charaktere. Ich glaube, ich nehme den hier mit der den Jack in im dunklen Outfit, gefällt mir ganz cool, spiele ich auch sehr oft. Wenn ihr euch das Spiel selber runterladen wollt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung das Spiel für einen App Store, also für Apple-Geräte. Und nein, das ist jetzt hier kein Werbevideo für das Game. Ich finde es einfach nur cool, so auf YouTube irgendwie so Spiele zu spielen und jetzt sagen, es geht jetzt direkt los. Ja, also es kommen regelmäßig hier eigentlich Updates, deswegen ist der Polizist, der gerade eine Kugel ist, so eine Roboterkugel, ist jetzt, ja, also der Polizist hat schon sehr merkwürdiges Aussehen manchmal. Genau, und sonst gibt es zu dem Spiel jetzt nicht so viel mehr zu sagen. Ich habe das gestern schon probiert aufzunehmen, aber da war das Problem, dass ich keine zweite Kamera hatte. Also kein zweites Handy, weil ich nehme ja alles auf dem Handy auf, wie ihr wisst. Und ja, ich habe meine Schwester gefragt, ob ich ihr Handy kurz ausleihen darf für 15 Minuten oder so. Hat sie nicht gesagt. Jetzt hat sie es mir gerade gegeben. Und ich bin tot. Hat sie mir gerade gegeben und ja, auf jeden Fall richtig nett von der. Wir sind jetzt schon in Runde 2. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden ich da jetzt dann die rausschneiden werde von dem Game. Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt in Runde 2, sind ja einmal schon gestorben. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht einen neuen Rekord für mich aufstelle oder halt hier bei dem Game. Was war mein Rekord? Keine Ahnung. Ich glaube, so mein Rekord, dann hole ich das Spiel, mein Rekord war 90, 95.000, aber nicht auf dem Handy. Auch nicht auf meinem vorherigen Handy, es war, auf meinem zweiten oder dritten Handy habe ich den Rekord aufgestellt und ja, deswegen hier bin ich bei 45.000, ist mein Rekord, ist auch relativ gut. Der Multiplikator ist auch schon, das ist oben immer eingeblendet bei mal 5, also so schnell geht die Zeit. Eigentlich relativ simpel erklärt das Spiel, der Polizist kann, also wenn du einmal irgendwo dagegen knallst, so mit der Seite oder so, dann ist der Polizist ganz nah an dir dran oder direkt hinter dir. Wenn du direkt frontal auf was draufläufst, okay, von selber, dann hat dich der Polizist, egal ob er direkt hinten dran ist oder nicht. Ja. Wenn du ja zweimal gegen irgendwas knallst, zum Beispiel, jetzt will ich das vielleicht nicht machen, wenn ich gleich, so, das kann ich jetzt mal hier so machen, so, dann ist der Polizist direkt da, aber der wird dann auch gleich wieder weg sein. Genau jetzt ist er wieder weg. Boah, ey, kommentieren und spielen hier, das ist ja auch was ich nicht kann. Genau. Und wenn ihr
andere Games mal sehen wollt auf meinem Kanal, dann schreibt es mir gerne auch auf Instagram. Da habe ich zum Beispiel jetzt von einer eine Nachricht bekommen, ob ich mal wieder Minecraft-Video machen kann. Also wenn ihr drauf Bock habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe auch schon 3, 4 andere Video-Ideen bekommen. Die kommen dann alle im Februar. Klar, sind ja noch. Wie lange ist denn nochmal Januar? Heute ist Freitag. Ja, 2 Tage. Mit dem sind es noch 2,5 Tage jetzt so ungefähr. Geht der Januar noch. Und dann kommen die ganzen Videos dann im Februar. Finde ich, ich habe mir so einen kleinen Plan gemacht, wann ich welches Video mache, so im Dreh, so Datum und alles, damit ich das eben weiß. Und ja, also ist schon ganz cool. Und ich hoffe, euch gefallen die Videos natürlich auch. Und ihr könnt mir immer wieder reinschreiben in die Kommentare oder so, was ihr mal sehen wollt. Einen Vorschlag fand ich da sehr interessant, der ein bisschen peinlich für mich wahrscheinlich wird, aber trotzdem. Also es wird ziemlich witzig im nächsten Monat. Also ich hoffe, mit dem Rausschneiden, das wird am Ende. Wir sind jetzt schon bei... Jetzt hat der Polizist fast weggeweht. Oh, wir sind bei knapp 27.000 Punkten. Das sieht man, wie gesagt, oben rechts immer. Und ja. Also... Ich will so probieren, 50.000 zu schaffen. Das wird auf jeden Fall mein Ziel sein. Irgendwie der 5-fache Multiplikator oder sowas. Es ist, der wird so gefühlt immer schneller. Komisch. Naja. Ja, was soll ich mehr zu sagen? Im Moment habe ich nicht 32.000 schon. Also, vielleicht, ich habe. Vielleicht habe ich es gesagt, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich sage, jetzt nochmal, so 50.000 wäre so für das Video mein Ziel. Ja, weil es einfach dann sehr, sehr cool wäre. Die 50.000 zu knacken, das wäre gleichzeitig, glaube ich, ein neuer Rekord dann von mir, den ich dann hier auf dem Account, sag ich mal, gemacht habe. Ja. Ich habe keine Ahnung, bei so Gaming-Videos weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Es kommt ja jetzt. 10-fach. Jetzt seht ihr, da oben blinkt die 10. Das heißt, es geht jetzt noch schneller. Also 50.000 haben wir. 10.000 sind wir nur noch entfernt. Da hätten wir sogar. Oh, 1.000 Münzen. Ist ja schon mal was. Und noch keiner ist mal gestorben. Das muss man sagen, das schafft man auch nicht immer. So. Und so und so. Also. Ich hoffe, ich wirklich, wie ich sage, ich hoffe, ich kriege das einfach hin, so irgendwie die ganzen Cuts zu machen, die Szenen rauszuschneiden, weil ich erzähle öfters mal nichts jetzt hier. Also ich nehme zwar erst seit so 10 Minuten knapp auf, aber ich habe davon, glaube ich, 2 oder so nichts geredet. Die Szenen schneide ich einfach raus, deswegen werdet ihr immer so Cuts sehen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Das sieht man eigentlich auch bei jedem anderen YouTuber, der so Gaming-Videos macht. Oder generell Videos mit Bildschirmsachen. Und ich dachte mir, komm, das finde ich irgendwie auch besser, auch schöner vom Stil, weil dann siehst du nicht alles. Egal, komm. Ich habe 3 Schlüssel, jetzt habe ich nur noch 2. Und ich. Oh, wir sind schon bei den 50.000. Ich hätte gar keinen ausgeben müssen. Ach komm schon. Jetzt habe ich unnötig was ausgegeben. Egal. Zweite oder dritte Runde. Komm, habe ich einen neuen Rekord? Bitte, bitte, bitte. Nein! Keinen neuen Rekord? 194.000, okay. Top Run Verbindung, sehr schön. Okay, sehr komisch. Ich würde sagen, das ist die nächste Runde, letzte Runde. Das ist jetzt die letzte Runde. Wir haben kein Board, okay. Aber warte mal. Vielleicht. Oh, ich kann mir hier. 5! Ja, jetzt habe ich 5 Boosts. Ah. Bei den Boosts kann man. So. Relativ chillig. Dann komme ich hoffentlich so auf 10.000 am Ende.
Das wäre schon mein Ziel, so mit dem Boost. Ja, mal, ah, ich hätte den Verdoppelter nehmen sollen. Ah, schade, schade. 14.000, egal. Es wird auf jeden Fall trotzdem noch was werden. Ach komm. So. Oh, nein. Keine so nach, so in der dritten Runde oder so, oder vierten, fehlt mir immer dann die Konzentration. Ja, also das. Das war es auf jeden Fall jetzt von meinem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert hier meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich sehe nämlich sehr viele, die meine Videos schon noch nicht abonniert haben. Und ja, ansonsten hier oben kommt ihr zu meinem letzten Video. Das war der letzte Bundesliga-Talk, den ich gemacht habe. Also die Serien ist jetzt beendet auch. Ist mir nicht schwer gefallen. Schaut es auf jeden Fall selber an, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und hier unten kommt ihr zu der Schnee-Challenge. Die habe ich euch einmal irgendwann am Anfang des Videos verlinkt. Und hier unten könnt ihr es nochmal angucken. Danke fürs Zusehen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.